und danke fürs Einschalten meines Videos und fürs Anschauen meines Videos. An dieser Stelle würde ich euch bitten, mir ein kleines Abo dazulassen. Das könnt ihr unten über das kleine Logo machen oder eben auch einfach unter dem Video unten oder am Ende des Videos. Denn wie ihr vielleicht selber euch denken könnt, ist es für mich viel einfacher, Test- oder Leihwerkzeuge zu bekommen, je mehr Abonnenten ich habe und je größer meine Reichweite ist. Und da ich mir die Aufgabe gemacht habe und die Mühe mache, für euch Hersteller anzuschreiben und Hersteller zu kontaktieren, dass sie mir Test- und Leihwerkzeuge zur Verfügung stellen, damit ich die ausprobieren kann und euch eben ein Feedback dazu geben kann, wäre es super lieb, wenn ihr mir ein Abo dalasst und das würde mir extrem weiterhelfen. Danke an der Stelle, los geht's mit dem Video. Ja, servus und willkommen im heutigen Video, liebe Schrauber und Kulturbanausen. Heute habe ich für euch einmal diesen DTEC-Werkzeugwagen inklusive dem Aufsatz hier. Die beiden Teile gibt es normalerweise getrennt voneinander, aber die passen so schön aufeinander, also habe ich direkt beide besorgt. Genau. Und wir machen das heute ein bisschen interaktiver, denn wir haben ein Problem mit der Guzzi. Wir brauchen eine Herztransplantation, denn wir haben sowohl Ölundichtigkeit hinten am Kurbelgehäuse, sodass quasi von der Kurbelwelle Simmering das Öl in Richtung Kupplung läuft, was nicht so geil ist, weil die Maschine eine Trockenkupplung hat. Dementsprechend rutscht die Kupplung. Und zum Zweiten haben wir ein Problem mit der Ventilsteuerung, weil auf einer Seite macht der Ventiltrieb Geräusche und das selbst, wenn man das Ventil einstellt. Das Ventilspiel ist schon oft eingestellt worden und kann jetzt einfach nicht mehr viel knapper justiert werden. Dementsprechend stimmt irgendwas mit der Ventilsteuerung nicht. Entweder ist der Stößel, weil die Maschine hat eine untenliegende Nockenwelle, entweder ist der Stößel, diese Stößelstange, entweder ist die irgendwie eingelaufen oder unten der Tassenstößel ist durch oder was auch immer, aber das werden wir herausfinden. Dementsprechend werden wir jetzt hier live einfach mal das Ding ein bisschen demontieren und währenddessen werden wir die Werkzeuge aus diesem Werkzeugwagen benutzen. Und ihr könnt quasi dann einfach live zusehen, wie wir das Ding auseinanderbauen. Ich mache das mal ein bisschen im Zeitraffer und später kommt halt eben auch noch ein paar Details zum Werkzeugwagen. Bis gleich. Ja, wir haben hier ein kleines Problem. Die Schraube wurde mit einem gewaltigen Drehmoment festgezogen, aber schon bevor die Maschine in unserem Besitz war. Also die kriegen wir auf keinen Fall los. Da ist auch schon alles dran rund gedreht. Also das heißt, man hat auch keinen Pack an mehr. Das heißt, ich bohre die jetzt einfach aus. Ja.
Ja, ihr habt gerade eben gesehen, wie wir hier in aller Ruhe die Guts hier auseinandergenommen haben. Wir haben tatsächlich noch ein paar andere unerfreuliche Sachen gesehen. Also die Maschine ist die von meinem Vater und derjenige, der mir in dem Video geholfen hat, ist eben auch mein Vater. Mein Vater ist technisch sehr versiert. Er ist zwar kein Mechaniker oder irgendwas in der Richtung, aber er ist einfach Handwerker durch und durch. Seines Zeichens auch Handwerksmeister. Und dementsprechend ist er eigentlich immer eine große Hilfe, wenn es um solche Projekte geht. Aber unabhängig davon ist er eigentlich in dem Falle eher dabei, weil es sich auch um sein Motorrad handelt. Die Guzzi ist von ihm. Und ja, das Problem, was wir noch festgestellt haben, ist tatsächlich, wir haben einen Riss im Rahmen. Das heißt, als er die Maschine gebraucht gekauft hat, wurde ihm entweder unbewussterweise oder bewussterweise ein Moped mit einem Riss im Rahmen verkauft. Ist jetzt scheiße, wir müssen jetzt jemanden finden, der das schweißen kann, beziehungsweise eventuell einen neuen Rahmen besorgen. Unabhängig von den Arbeiten am Motor, die wir eh machen müssen. Egal, das soll euch nicht weiter interessieren. Nichtsdestotrotz geht es hier mal um den Wagen. Ich wollte euch mal ein paar Details sehen. Ihr habt eben, wie gesagt, im Video gesehen, wir haben damit viel fleißig gearbeitet. Generell bin ich von dem Werkzeug echt angetan. Vor allem von dem Umfang des Sortimentes. Und deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Ich wechsle mal gerade die Perspektive. Ja, genau. Starten wir direkt mal mit der Box hier oben drauf. Die gehört zwar nicht explizit zum Werkzeugwagen dazu, also das kauft man nicht als ein Set. Aber ich habe sie dazu gekauft, weil sie gut passt. Beziehungsweise sie dazu bekommen, weil sie schön passt. Und ich wollte es euch deswegen nicht vorenthalten. Ja, hier oben starten wir in der Box mit einem schönen Steckschlüsselsatz. Wie ihr sehen könnt, in halb Zoll und Viertel Zoll. Und dazu eben auch direkt die passenden Verlängerungen, das passende Gelenk. Hier auch die passende Verlängerung für die Halbzollgelenk. Dann hier die Langnüsse in Größen von 6 bis 19, wobei Größe 6 bis 13 in Viertel Zoll ausgeführt ist und Größe 12, 13, 14, 15, 17 und 19 in Halbzoll. Finde ich ganz gut. Ich meine, ich finde es schade, dass hier wieder ja, ein paar Größen eingespart wurden, aber die gängigsten sind trotzdem verfügbar. Hier oben haben wir dann einen Viertel Zoll Nusssatz von 4 bis 14 mm und einen Halbzoll Nusssatz von 10 bis 32. Das ist alles recht umfangreich. Wir haben hier noch ein paar Festbits und ein paar schöne Torx-Nüsse. Insofern ist man hier echt gut bedient. In der zweiten Schublade haben wir einen kleinen Zangensatz, beziehungsweise einen Standard-Zangensatz mit Spitzzange, Multizange, Seitenschneider und Wasserpumpenzange. Und wir haben natürlich hier dann auch noch ein paar Ringratschenschlüssel in den Größen von 8 bis 22. Und das in einer relativ schönen Abstufung von, ja, hier 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hier fehlt mir jetzt leider wieder die 16. Die 17 ist dann da, die 18 fehlt wieder, 19 und 22 sind da. Hierzwischen hätte ich mir auf jeden Fall noch die 21 gewünscht, weil man die 21 immer wieder braucht. Unabhängig von dem Zangensatz und dem Ringradschlüsselsatz haben wir hier auch noch einen T-Schlüsselsatz und zwar als Torx-Ausführung. Das ist immer ganz nett. Und das ist auch in, ja, sind sehr viele Größen dran abgedeckt und das passt von daher auch sehr schön. Kommen wir zur letzten Schublade. Hier haben wir ein großes Schraubendrehersortiment. Und zwar einmal hier ganz normal zwei Knubbel und dann eben hier normale Schraubendreher. Das Schöne an dem ganzen Gedöns hier ist halt tatsächlich, dass wir hier auch wieder Schlitz und Kreuz in den verschiedensten Größen haben und vor allem auch in verschiedenen Längen. Dazu haben wir hier oben eine VDE-Ausführung, eine ganze Reihe. Und hier oben dann nochmal einen kleinen Inbus-Satz. Ich finde das echt schick, die Ausstattung hier. Theoretisch hätte man jetzt anmerken können, es ist halt doof, dass hier jetzt kein Torx dabei ist, aber wir haben hier oben die T-Schlüssel als Torx, also insofern ist eigentlich alles da, was man braucht. Ganz witzig, in dem Zusammenhang ist halt eigentlich, mit diesen drei Schubladen hat man halt schon das Basissortiment, abgesehen jetzt vielleicht von einem Hammer und ein, zwei kleineren Spezialsachen. Aber damit wäre eigentlich schon eine Werkstatt ganz gut ausgerüstet. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja auch noch den kompletten Werkstattwagen dazu. Fangen wir mit dem an. Da haben wir hier einen umfangreichen Steckschlüsselsatz und zwar tatsächlich hier auch in drei Größen, in Viertel, Dreiachtel und Halbzoll. Und entsprechend haben wir dann auch wirklich ein umfangreiches Sortiment an Nüssen dazu.
Wir haben hier einmal komplettes Langnuss-Sortiment von 4 bis 10 mm in Viertelzoll. Dann haben wir hier von 11 tatsächlich bis hier unten 14 mm, sehe ich das richtig? Nee. Ah, hier, genau. 11 bis 19 ist dann hier in 3/8 Zoll. Und wir haben hier dann tatsächlich von 8 bis 22 komplett durchgängig in halb Zoll. Das heißt, man hat wirklich alle Größen abgedeckt und hat halt hier wirklich dann auch noch die passenden Gelenke und Verlängerungen und sowas dazu, dass man in allen drei Größen arbeiten kann. Ganz interessant, hier dieses Knarrensortiment ist die gleiche Knarre wie bei Vigor, die Low-Budget-Tochterfirma von HZ. Genauso sind das die gleichen Knarren wie bei Brilliant Tools, Tochterfirma von KS Tools, benutzt wird. Und dementsprechend sind mir die Knarren schon sehr vertraut und ich finde die auch echt gut. Interessanterweise haben wir hier oben in dem Sortiment andere Knarren und die Knarren erinnert mich tatsächlich vom Aufbau her extrem an die KS Tools Knarre. Und die KS Tools Knarre sieht auch wirklich genauso aus, hat die gleiche Gummierung und dann hier halt eben dieses KS Tools Logo drauf. Und dementsprechend bin ich geneigt zu sagen, dass es sich wahrscheinlich um die gleiche Knarre handelt und die aus der gleichen Produktion kommt. Weil von der Handhabung unterscheidet sich gar nichts und die ist auch sehr, sehr stabil. Okay, kommen wir zur nächsten Schublade. Hier haben wir einen sehr umfassenden Inbus und Torx-Satz drin, als In-Bit-Variante. Hier sind halt quasi so gut wie keine Wünsche offen, vor allem weil hier auch echt krasse Größen drin sind, wie ihr hier seht. Krass große Inbus-Größen und auch sehr große Vielzahn- bzw. auch Torx-Größen. Was noch interessant ist, wir haben hier auch noch Losbits mit einem Bithalter und wir haben hier diverse Festbits. Es ist nichts abgebrochen, hat sich nichts verformt, alles war super. Gut, nächste Schublade. Hier haben wir ein schönes Zangen- und Hammer-Sortiment. Wir haben hier wieder ein klassisches Sortiment mit Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange, Wasserpumpenzange und haben hier tatsächlich auch noch eine Festsetzzange oder Crimpzange genannt. Hier haben wir ein schönes Sortiment an Sprengringzangen und tatsächlich hier auch wieder in gerader und gekröpfter Ausführung. In dem Falle hier als Schließer, in dem Falle hier als Öffner. Und wir haben zwei Hämmer: einmal so einen schönen Kunststoffhammer, der zwei verschiedene Kunststoffseiten hat. Und wir haben hier einen schönen, ja, tatsächlich einen Latthammer. Auch schön mit so einer Kerbe drin, wo man Nägel mit rausziehen kann. Eigentlich ganz nett, das ist mal eine andere Variante von Hammer. Und Klauenhammer hat man halt relativ selten dabei. Dann geht es auch schon weiter. Hier kommen wir in eine interessante Abteilung. Hier ist so der Zubehörbereich. Und den finde ich ganz geil. Weil wir haben hier zwei große Meißel oder einen riesengroßen Splinttreiber und einen sehr, sehr fetten Meißel. Dazu haben wir hier, was in den meisten Werkzeugwagen schlichtweg komplett fehlt, haben wir hier drei einen schönen Pfeilensatz drin. Eine Rundpfeile, eine Dreieckspfeile und hier so eine Halbrundpfeile. Das finde ich schon mal echt cool. Dann haben wir hier auf jeden Fall auch noch die Radschraubennüsse dabei. Wir haben hier eine Schieblehre dabei, ein Cuttermesser und tatsächlich einen Drehmomentschlüssel. Und hier noch einen schönen Stabmagneten und einen schönen fetten Fäustel. Diese Sachen sind hier in diesem Werkstattwagen tatsächlich, muss ich sagen, relativ unique, also einzigartig. Denn die meisten Werkstattwagen lassen sich zwar mit solchen Modulen ausrüsten, aber wenn man so in einem Preis-Leistungsbereich einen Werkstattwagen zusammenstellt, dann fehlt sowas schlichtweg. Dann ist er zwar ausgerüstet in vielleicht mit 5 von 7 Schubladen bestückt, aber das Basic, was halt meistens fehlt, ist halt eben ein Drehmomentschlüssel. Oder eben mal einfach eine Feile oder mal eben ja, ein Meißel oder sowas. Sowas fehlt halt gerne. Und deswegen finde ich diese Schublade auch besonders cool und finde ich auch sehr cool, dass die hier mit drin ist. Tatsächlich, klar, die Reihenfolge ist jetzt so, wie der Wagen verkauft wurde, wie es da drin lag. Das kann man natürlich anpassen. Ich würde das eigentlich als unterstes nehmen, weil das für mich keinen großen Sinn ergibt hier an der Stelle. Aber ist ja erstmal egal. Tatsache ist, dieses Werkzeug finde ich gut, diesen Werkzeug, dieses Modul, weil hier wurde nicht viel Platz verschwendet und hier ist halt echt eine Menge Zubehör und Werkzeug drin, was man sonst vermisst im Werkzeugwagen. Dann kommen wir zum nächsten. Wir haben hier einen schönen Schraubendrehersatz, ebenfalls in Kreuz- und Schlitzausführung und tatsächlich auch hier genau wie oben die Schraubendreher alle mit 6-Kant- und Schlagkappe.
Das gefällt mir auch sehr gut. Und die Schraubendreher sehen meiner Meinung nach exakt so aus wie die von BGS. Das heißt, auch hier liegt der Verdacht nahe, dass die Sachen aus dem gleichen Werk kommen wie von BGS. Und hier haben wir eben tatsächlich den Ringratschenschlüsselsatz und den geköpften Ringschlüsselsatz in einer echt feinen Abstufung von 1, von 8 bis 19 und dann hier noch ein 22er und tatsächlich noch zwei richtig monströse Ringratschenschlüssel hier. Habt ihr das schon mal gesehen? Ein 32er Ringratschenschlüssel? Richtig, richtig nice. Ist halt die Frage, ob man mit dem halt, ob die so viel Drehmoment aushalten, dass man damit echt so fette Muttern gut lösen kann. Aber ich habe den ja zum Beispiel auch an der Schwinge hinten benutzt, um die Achse rauszudrehen. Das war auch kein Problem. Also bisher bin ich sehr angetan davon. Ja, ihr habt gesehen, was drin ist. Ich bin echt angetan davon. Mir gefällt das. Der Umfang ist sehr, sehr, sehr viel drin einfach. Es ist ein sehr großer Umfang. Und mir gefällt halt einfach, dass hier auch wie in der einen Schublade halt eben Sachen drin sind, wie mal eine Feile, mal ein Drehmomentschlüssel und sowas. Weil so ein Drehmomentschlüssel fehlt mir in den meisten Werkstattwagen. Weil Drehmomentschlüssel braucht man immer. Klar ist halt die Frage, wie präzise der genau ist. Aber das werde ich jetzt gleich noch testen. Genau, schnappen wir uns mal den Drehmomentschlüssel. Und dann schauen wir mal, wie präzise der ist. Ich muss gerade noch den Drehmomentprüfer vorbereiten. Aber ich denke, das passt. So, nehmen wir mal ein mittelprächtiges Drehmoment. Ich entscheide mich jetzt mal für. Ich nehme mal hier direkt die Markierung. Ich nehme. Das ist recht schwierig abzulesen. Ich bin jetzt knapp über 112 Newtonmeter bei der Markierung. Deswegen mag ich ich mag diese Variante der Drehmomentschlüssel nicht so gerne, weil die Ablesbarkeit nicht so gut ist, weil man jetzt nicht genau weiß, ist das richtige Drehmoment hier unten, wo der Pfeil so nach unten geht, oder ist das richtige Drehmoment oben, wo die Zahl steht. Also ganz genau kann man das nicht erkennen. Also ich bin jetzt bei etwas um die 112 Newtonmeter. Schauen wir mal, wie genau das ist. So, testen wir mal. 112 waren eingestellt. Ja, wir sind bei 114,9, das ist akzeptabel. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt das auch schon ein paar Mal mit anderen Drehmomentschlüsseln gehabt. Gerade mit dieser schlecht einstellbaren, ja, diese schlechter einstellbaren Metallgriffkonstruktionen, die hier diese merkwürdige Form der Ablesbarkeit haben. Gerade die sind öfter mal eher, dass sie nach oben streuen, so zwischen 2 und 5 Newtonmeter mindestens. Aber mit 114 Newtonmeter ist das in Ordnung. Ja, wie ihr gesehen habt, statt 112 Newtonmeter Einstellung, was jetzt hierbei nicht gerade präzise eingestellt oder einstellbar ist, haben wir 114 Newtonmeter. Das ist verkraftbar und ich denke für den Heimanwenderbereich absolut in Ordnung. Um eben Radschrauben festzuziehen und ähnliches, passt das. Und insofern ist das für mich in Ordnung. Das heißt, selbst der hier vorhandene Drehmomentschlüssel ist in den Preis von dem Werkzeugwagen integriert und man hat wenigstens einen dabei. Ich würde auf ein etwas professionelleres Modell zurückgreifen, aber für den Privatanwendungsbereich reicht das voll und ganz aus. Das heißt, auch hier kann mich der Werkzeugwagen überzeugen. Im Preis-Leistungsbereich ist das absolut in Ordnung und ja, ich bin zufrieden. Das war's von mir heute zu dem DTEC Werkstattwagen. Ich bin absolut überzeugt dafür, dass es hier echt ein schöner Preis-Leistungs-Kompromiss ist und wir haben eine ganze Menge Werkzeug und auch mehr Werkzeuge, als man so im Normalfall in dem Preissegment quasi für das Geld bekommt. Und insofern war es das für mich. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaltet wieder ein. Bis dann.
Hey Leute, hier oben könnt ihr meinen Channel abonnieren oder unten über das kleine Logo. Und hier mittig könnt ihr meinen letzten Upload sehen, beziehungsweise meinen neuesten Upload und könnt euch noch weitere Videos von mir anschauen.